Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rhyme. So ein kurzer Name, aber ein schöner Name. Folge 4. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Ich habe gestern noch die Folge vorher aufgenommen. Und habe gedacht, jetzt bringst du dieses Spiel mal zu Ende, weil es soll nämlich relativ kurz sein. Und ich glaube, da ist es ganz gut, wenn wir heute mal weitermachen. Und noch ein gutes Stück weiterkommen. Okay. Wir müssen aber erstmal gucken, wo wir überhaupt hin müssen, was wir machen müssen. Wir sind ja hier letzte Folge stehen geblieben. Hier kommen wir definitiv noch nicht weiter, oder? Also wir müssen hier irgendwas machen, aber es funktioniert halt noch nicht. Okay, also es spielt erstmal alles in diesem Raum hier ein bisschen ab, glaube ich. Oder will uns der Fuchs hier einfach nur durchlotsen? Weil hier gehen ja auch noch Türen ab. Hier müssen wir so eine Kugel drauflegen. Und von der anderen Seite kommen wir, oder? Nee. Da kommen wir aber nicht hoch, da brauchen wir diese Wächter. Okay, dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Das gibt uns hier nichts. Okay, das flammt nur ein bisschen auf, das bringt auch noch nicht viel. Das können wir auch nicht aufmachen. Da geht's rein. Oh. Ah. Wir wurden teleportiert. Cool. Jetzt ist die Frage. Gehen wir mal hier rein. Geht's erstmal nicht weiter. Okay, wie kommen wir jetzt in die Mitte? Kann man einfach rüberspringen? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Nee. Kann ja auch außen entlang gehen. Das heißt, man kann bestimmt diese... Kann man das drehen? Bin gerade echt ein bisschen überfordert, tatsächlich. Ich nicht genau weiß. Ne, hier kann man definitiv nichts machen. Ich kann hier schreien, oder? Ah. Okay, also es macht dann quasi die Türen auf, die ich will. Wenn ich mich hier hinstelle zum Beispiel. Ich verstehe. Ja, das ist blau immer. Schon mal der Baum wieder aufge... Also der, da ist ja so ein Wächter drin. Ich nenne die ja Wächter, habe ich ja in der letzten Folge schon festgestellt, dass ich die so nenne. Jetzt gehen wir auch mal hier hin und machen mal die Tür auf. Zu der da drüben kommen wir ja leider noch nicht. Na komm, das ist Schreien.
Ah, da ist ja doch der Schlüssel, den wir brauchen. Schön. Ja, dann rüber kommen wir halt nicht jetzt so. Weiß auch nicht, wie wir da rüber kommen sollten. Wenn noch eins weiter hochkämen. Wenn wir das da unten irgendwie aufmachen könnten, aber ich weiß halt nicht wie. Ich will jetzt erstmal den Wächter aktivieren tatsächlich. Dazu muss ich aber da reingehen. Weil wir haben ja unten schon gesehen, wo der Schlüssel hingehört vorhin. Wo geht's denn hier hin? Waren wir da schon? Ah ja, genau, da müssten wir so ein Ding hinsetzen. Aber das ist noch nicht aktiviert. Aber hier steht, das Kind muss den Baum aktivieren. Na, ich dachte, du kannst es zerschreien. Ach, da. Na, komm. Sorry. Das haben wir ihn kaputt gemacht. Ich will jetzt einfach mal sagen, der muss da hin, oder? Ach, endlich wieder ein bisschen Tageslicht. Es ist schon echt dunkel da drin teilweise. So nicht durch. Können wir die irgendwie mitnehmen? Ja, geht die Tür wieder zu, ne? Ah, Moment. Ich weiß nicht, ob das der, das offizielle Weg ist. Weil anders kämen wir ja nicht weiter. Die Rätsel sind nicht schwer, aber die sind einfach super schön gemacht. Jetzt muss ich ihn halt wieder runternehmen. Ich nehme ihn gleich mal mit. Und das ist, das finde ich toll an dem Spiel. Das sind keine unmöglichen Rätsel, aber sie sind halt schön gemacht. Sie sind schön inszeniert. Und das Spiel hat halt eine coole Optik. Klar, das ist kein AAA-Titel, aber warum sollte das auch einer sein? Es ist halt einfach ein schönes, kleines Rätselspiel. Mit einer etwas wahrscheinlich verwirrenden Story für manche, für mich auch. Also manche hört sich immer so ein bisschen despektierlich an, als ob ich selber wissen würde, um was es geht. Weiß ich genauso wenig, aber ich finde das Spiel an sich erstmal eine schöne, kleine Idee. Jetzt ist das Ding da drüben runtergefahren. Mal gucken, für was wir das jetzt brauchen.
erstmal ein bisschen realistisch gucken, was wir das überhaupt brauchen könnten. Also hier in die Mitte kommen wir mit dem Ding sowieso nicht. Und dahin auch nicht. Ach, hier kommen wir drüber? Okay. Also kommen wir wirklich nur in die Mitte nicht. Ich dachte, man kommt auch über das Gold nicht drüber. Hey, fahr nicht alleine weg. Ach, ist das schön gemacht. Das sind dann also wie Schienen, diese Dinger da im Boden. Okay. Wie er sich umguckt. Ach, es ist toll. Sorry, ich finde es gerade so mega cool. Wir sehen jetzt quasi, wie einer gebaut wird. Aktiviert das Ding hier deswegen weiterhin Sachen? Eigentlich schon, oder? Ja. Wir haben den anderen nur darauf transportiert. Ah, jetzt kommen wir wieder hoch, okay. Und jetzt können wir das Ding ausrichten und ihn zusammenbauen. Sag mal. Thank you.
Er läuft mir quasi nur hinterher, wenn ich so ein Ding in der Hand habe. Wo ist denn jetzt noch da? Okay. Ah! Man kann das ja, glaube ich, werfen, ne? Ah, aber nicht drüber. Oder? Nee. Drüber nicht so richtig. Kann ich ihm das vielleicht wirklich irgendwie geben? Oh, da explodiert das Ding. Ach stimmt, das explodiert ja beim Schreien, ne? Vielleicht muss ich das Ding einfach nur in die Luft sprengen für ihn. Durch das Wunder, du gehst es zu, oder? Ja. Also richtig komme ich jetzt gerade nicht raus, was ich machen soll. Weil hier ist ja einfach nur... Komm mal her, Wächterchen. Kumamaha. Es muss schon irgendeinen Effekt haben, aber welchen da halt, ne? Ah! Er kann darauf stehen bleiben. Okay, dann mal gucken. Sehr schön. Kann ich einfach runterspringen? Ja. Hey! Oh. Kann ich ihn jetzt da durchlotsen?
werde die Tür aufmachen müssen einfach. Also ihr müsst trotzdem da drin erstmal rumlaufen. Und ihn quasi dann reinlassen, weil da oben ist so ein Scharnier. Ja. Sieht gut aus. Genau. So komplex ist das hier gerade jetzt nicht zumindest. Na? Sag mal. Das ist blöd, weil du musst es hier nicht drehen, das Steuerkreuz, den Stick, sondern du musst ihn quasi nur halten. So, jetzt sind wir wieder da. Oh. Danke. Ich konnte den noch befreien. Also ich kann doch schon straff schreien, oder? Wahrscheinlich hätte ich das früher machen müssen. Weil der vergrößert ja den Radius jetzt. Ich hol schon Nachschlag. Genau, jetzt können wir nämlich auch geradeaus. Das war vorhin, wo wir diesen Mechanismus benutzt haben. Das stampft uns jetzt einfach frei. Stampf geht einem zwar mit der Zeit schon ein bisschen auf die Nerven, aber okay, es gibt Schlimmeres. Er wartet immer schön auf uns, das finde ich toll. Das finde ich toll von ihm. Ah, hier.
Okay. Du weißt, wo es hingeht. Ich sag gar nichts mehr. Glaube ich, auch von denen vorbei, ne? Zurück, um so ein Ding zu holen. Ja, jetzt muss ich nochmal so ein Bümbel da oben holen. Hätte ich gleich mitnehmen können, aber habe ich gedacht, brauchen wir nicht mehr, weil wir ja alle jetzt zerstört haben. Falsch gedacht und ziemlich dunkel ist es auch schon wieder hier. Zeit, dass wir hier wegkommen. Sieht ja fast gar nichts. Abstand mal nehmen von dem Stampf. Ich habe wirklich schon noch Ohrenschmerzen. Das ist gar nicht witzig. Also, wenn ihr das per Kopfhörer hört, macht ruhig ein bisschen leiser. Das ist nicht so gut abgemischt. Das, also, ich finde es schön, dass er stampft, aber nicht so laut. Sehr lauter als die Musik. Ich habe schon ein bisschen leiser gemacht, meine Kopfhörer. Denn jetzt wieder hin? Ja.
Du, ich wack jetzt mit dem zusammen wieder alle auf. Wohl eher nicht. Oh. Grüß Gott miteinander. Schön, dass du da stehst. Weiß noch nicht so genau wieso. Ah, da ist so ein Ding. Okay. Zumindest schon mal das. Bringt uns zwar jetzt erstmal auf den ersten Blick auch nichts. Mal gucken. Vielleicht ja doch. Nein. Ach, konnte man da auch links? Komme ich doch gar nicht hoch. Wie soll ich da hochkommen? Ich weiß, Fuchs. Ach, da. Hm, ja, okay. Ich nehme zur Sicherheit trotzdem mal wieder eins mit. Ja, Moment. Ich habe wieder nur da hingeguckt. Da geht's ja auch hoch. Oh. Das heißt, der muss wirklich hierher. Kommst du mal hier rüber? Komm mal hier rüber. Ja. Danke. Kann ich ja noch nicht. Wo zur Hölle sind wir denn jetzt hier wieder? Man sieht so schlecht. Ich muss mal ganz kurz den Rollo ganz schließen. So, jetzt sehe ich wenigstens ein bisschen was. Jetzt blende nur noch mein zweiter Bildschirm, wo halt nicht dunkel ist. Okay. Oh, Kamera, bitte. Schon anstrengend genug hier. Wow. It's a kind of magic. Jetzt ist die Frage, auf welches müssen wir das stellen? Ich will jetzt spontan vermuten hier drauf. Vorerst. Tatsächlich, weil dann können wir nämlich erstmal diese Kugel darüber fahren lassen. Und dann müssen wir selber da hoch, wenn das in der Mitte ist, und müssen die quasi dann da drüben mit vereinen für das Tor. Warte gleich. So. Jetzt nehmen wir dich da runter. Und schieben das nicht wieder in die Mitte fahren und stellen das Ding einfach erstmal da drauf. Jetzt aber. Jetzt müsste alles passen. Ah, und da kann ich jetzt wieder ganz laut schreien da hinten. Ups.
Und da wachen alle auf. Oh, schön. Magischer Moment. Unterstützt durch diese brillante Musik. Alle da hochlaufen. Und ich mittendrin. Toll. Wirklich ein super schönes Spiel. Wirklich toll. Sehen uns oben. Das sind doch meine Freunde schon. Das sieht cool aus. Wow. Okay. Oh, die tragen mich jetzt zum Turm.
nice das einfach. Also es ist die Inszenierung, also es kommt wohl gerade Tränen. Diese Wächter, wie cool die inszeniert sind und dass die sich so um einen sorgen und sie sich so bedanken quasi dafür, dass du sie wieder erweckt hast. Gut, dem einen haben wir auch das Auge rausgezogen und er ist ausgelaufen, aber das müssen wir ja niemandem sagen. Jetzt mein Vater oder der Typ, also der mit dem Mantel, ist das vom Gesicht her wahrscheinlich traurig darüber, dass wir uns verloren haben. Ich glaube, wir nähern uns hier gerade sehr schnell dem Finale. Wir wissen jetzt, was es mit diesem roten Mantel auf sich hat, den wir unten haben. Oh. Die Wächter vertreiben die halt, ne? Hast du es nicht gleich gemacht? Also, Entschuldigung. Warum lässt du mich erst nach Ende laufen? Danke aber. Der Junge sollte sich mal beeilen, dass er sich eine Lungenentzündung holt. Ich meine, das regnet ja immer zu. Man macht sich ja auch Gedanken. So, da. Entschuldigung, ich versuche nur gerade die Stimmung ein bisschen aufzulockern, weil. Das ist immer das, was ich kann. Ernst bleiben ist immer so ein bisschen ein Problem bei mir, aber. Ich finde das Spiel so genial, so schön, so. Oh. Aber trotzdem nur was zum einmal spielen, auf jeden Fall. So bis jetzt, finde ich. Das ist halt ein Spiel, das spielst du und das ist kein Collectible-Sammelspiel oder irgendwas, das ist wirklich ein Spiel. Spielt mal einmal durch und dann hast du einfach diesen Genuss dieser Atmosphäre, dieser Musik. Aber da jetzt groß irgendwie geheime Rüstungen und so zu finden, ist einfach nicht der Sinn, glaube ich. Es wurde halt eingefügt, damit man was machen kann, aber
Also man kann hier ja auch Sachen finden, haben wir ja schon Teile gefunden. Ganz wenig haben wir nur gefunden, weil wir immer dem Hauptweg gefolgt sind quasi. Aber wenn man das unbedingt machen will, kann man das hier halt in dem Spiel machen. Ich finde halt, dass es nicht der Sinn dieses Spiels ist, glaube ich. Und wenn, dann mache ich das nicht zu dem Sinn meines Spielerlebnisses, wenn es der Sinn sein sollte. Jetzt muss ich nach und nach einen Wächter opfern, dass wir da immer durchkommen. Dann seinen Freund verliert. Erste Mal, dass wir den Fuchs berühren können. Von Angst und Zweifel. Am Ende holt uns nochmal die Dunkelheit ein. Ich hoffe, wir da irgendwie durchkommen, ohne dass die uns angreifen. Die greifen uns gar nicht mehr an, die gucken nur noch. Okay. Da bin ich. Ja, mehrere davon, wir müssen alle aktivieren quasi. Und dazu müssen wir hier über dieses Labyrinth quasi kommen. Labyrinth-ähnliche etwas. Hoch, hier kommen wir hoch.
musste man quasi sogar aktivieren, okay. Sonst wären wir sowieso nicht hingekommen. Also alles richtig gemacht. Ach, ist das schön. Inszenierung hier mit dem Regen, das sieht richtig geil aus. Der Regen ist richtig cool. Also Regen ist ja eh so ein Ding, aber dieser Grafikstil funktioniert mit Regen echt gut, hätte ich gar nicht gedacht. Regen ist ja gar nicht so leicht darzustellen in Spielen. Aber es funktioniert hier erstaunlich gut. Los, Wolfilein. Wolfilein, Füchslein. Oh Gott. Das ist ein bisschen zu viel, aber... Ah, da öffnet einfach nur ein Durchgang, okay. Okay, okay, okay. Gibt ja mehrere hier. So schalterähnliche Dinge. Das Gute ist, die verschwinden dann, ja? Das heißt, man kann nicht viel falsch machen. Also sprich, man muss das nicht in der richtigen Reihenfolge oder so hinkriegen, weil die ja verschwinden, wenn man sie einmal benutzt hat. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Da kämen wir jetzt schon hoch. Müssen aber hier noch irgendwie weiterkommen. Erstens, wir aktivieren erstmal die meisten Schalter, die wir finden. Das ist zwar auch nur ein Durchgang, glaube ich, aber... Oder sagen wir eher Knöpfe, weil Schalter werden ja... Hätten ja am Rücksprung, also eine Umkehrfunktion wieder. Wir gucken einfach mal. Sieht relativ gut aus bis jetzt. Wenn nicht, müssen wir halt nochmal runterspringen. So, hier rum. Da geht es doch bestimmt zu irgendeinem Sammelding noch, oder? Aber nicht zum Hauptweg. Ja, tatsächlich nicht. Na gut. Dann in die andere Richtung. Den haben wir ja schon zerstört hier. Ah, auf dem Weg gibt es auch noch welche. Okay.
Jetzt haben wir alle Lichter. Jetzt müssen wir nur noch zurückkommen. Zur Mitte. Die sind aber eins zu eins, also diese Machtgeister, also Clone Wars. Würde sie halt diese runden Dinger haben, aber gut, das stellt man wahrscheinlich so um Seelen, so Zweifeldinger da. Sie uns gar nicht mehr richtig wahr, weil wir quasi jetzt schon wie sie sind. Führung ist nicht optimal. So. Sieht nur noch den roten Mantel. Das letzte, was uns quasi noch Mut gibt, unseren Vater wieder zu... Oder unseren... Weiß er nicht, was das ist. Oder wer das ist. Jetzt müssen wir quasi die Ketten lösen. Kommen wir hier noch irgendwo anders hin schon? Wenn wir uns hier hinhangeln, kommen wir doch bestimmt noch hier rüber, oder? Nein. Was ist jetzt? Wir hätten von da oben doch rüberspringen müssen oder reicht das von hier auch noch? Nee, es ist schon von hier gedacht, okay. Oh, haben wir eine Stimme verloren. Ah, die Ketten muss man quasi von hier aus sprengen.
Okay. Quasi gar nichts. Angekommen.
kann ich hier noch machen? Quasi die Reise, um dem Vater nochmal die letzte, das letzte Erinnern zu geben, noch einmal vereint zu sein und es nicht mit dem Unglück auf dem Meer enden zu lassen. Ja, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Dieses Spiel hat mich jetzt am Ende wirklich nochmal gehuckt. Ich habe hier gesessen und geweint. Es war die Reise quasi, die der Sohn nochmal antreten muss durch alle Strapazen, um seinem Vater nochmal nahe sein zu können und nochmal sagen zu können oder sich nochmal von ihm verabschieden zu können und es nicht bei diesem tragischen Unfall auf an Bord zu belassen. Soll ich nochmal ordentlich bedanken, oder also nicht bedanken, aber halt nochmal ordentlich verabschieden zu können. Und das ist wirklich brillant. Also ich habe das so oft gesagt schon bei dem Spiel, aber es ist wirklich so. Es ist was ganz anderes, als ich sonst spiele. Ich spiele eher sonst, ihr wisst ja, RPG-ausgelegte Spiele und generell Story-Spiele große. Aber
sowas Kleines, Freundin-Klickigeres, Rätselhafteres, Jump'n'Run-mäßiges. Mit so einer ergreifenden Story, ohne dass einmal geredet wird, ist für mich einmalig bis jetzt. Und wie ich das bei guten Spielen immer mache, aus Respekt lasse ich jetzt den Abspann noch durchlaufen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder bei einem nächsten Spiel. Ciao.